Hallo zum nächsten Mal. Hallo zum nächsten Mal. Hallo zum nächsten Mal. Ist es schon soweit? Ja, ist schon wieder soweit. Meine Fresse, 24 Stunden schon wieder um. Fühlt sich an wie 2 Sekunden. Da liegt ein Stein. Ja, das ist nicht schlimm. Kannst du ihn aufheben? Warum kann ich ihn nicht aufheben? Achso, weil ich noch dieses komische Werkzeug in der Hand habe. Ich kann den Stein aufheben. Juhu. Okay, ab da könnte es jetzt wieder schwierig werden. Fehlende Voraussetzung. Ich habe kein Holz mehr. Ja, ich gehe mir eben Holz holen, ne? Okay. Und ich suche mal ein paar Steine. Hier liegt ja so wenig. Mhm. Ja, das Problem ist, dass wir die halt noch nicht hacken können, weil wir keine Ahnung davon haben. Also genug Buchen und alles. Oder? Warte hier mal. Okay, damit kann man keine Steine kloppen. Schade. Ich hatte so viel Hoffnung. Ja. Lagen hier nicht mehr gerade Steine? Ich sehe Wildschweine. Kommt her, meine Freunde. Du hast keine Freunde. Alter, ist das zerfetzt. Hast du wieder ein Spielzeug, ja? Ja, ich hab meinen Hammer. Hallo, Schweinchen. Plitschplatsch. Schweinchenplatt. So. Aber den Kollegen nehme ich jetzt mal nicht auf den Rücken. Sind die Steine, die ich gerade gesehen habe? Da. Das. Mit Steinen kann man wohl den Boden anheben. Oh, da liegen auch Steine rum. Hier und nee, da nicht. Da nicht. Hier ist zu groß. Oh, das ist was anderes. Oh, schon wieder kein Holz. Boah, das geht unfassbar schnell. Ja, ich merke es. Das Schlimme ist, zu viel kannst du auch nicht nehmen, da kannst du wieder nicht laufen. Richtig. Hau doch nicht ab. Alternativlösung wäre, einer geht Holz holen. Das Schlimme ist, wir haben ja so wenig Stapel bei uns vor der Tür stehen, weißt du? Soll ich die mal raufschleppen? Da war ja wieder einer. So, wie ging das jetzt? Wenn ich sage. Oh! Mein Werkzeug ist fast kaputt. Mein Werkzeug ist ganz kaputt. Also ich muss jetzt sowieso darunter. Soll ich einfach mal gucken, ob ich 2 Stapel mitgebracht kriege? Ja. Das ist der einzige Nachteil, ne? Dass du hier keine, so wie bei The Forest zum Beispiel, so eine Karre hast. Ja. Wo du die dann mitziehen kannst. So 6, 7 Baumstämme. Ja. Oh, hier liegt ein bisschen Kohle rum. Also, Kohle
Haben wir. Schon wieder? Ja. Ja, diesmal nicht beim Essen, ne? So, dann können wir da reingehen. Und sagen, repariert. Alter, wie hier viel repariert. Okay. Da noch was Kochbares drin? Nein, aber das könnte ich mal weglegen. Das könnte ich weglegen. Das könnte ich mir nehmen und weglegen. Oder brauche ich gerade so. Die brauche ich gerade auch. Nächste nicht. Reihe. Pilze da rein. Was kann man eigentlich mit den Rubinen machen? Ach, die lege ich mal mit dazu. Das da weiß rein. Ich auch noch nicht. Der steht halt wertvoll dran. Mitnehmen. Ganz genau. Fehlende Voraussetzungen. Alter. So, ich hole jetzt mal hier Stapel. Ach, da brauchen wir Steine. 4 Steine für zum Anheben. Ja. Steine ja, habe ich. Ja, ich brauche 4 im Endeffekt. Warum habe ich nur 50 Holz dabei, wenn ich 2... Ah, okay, da liegt ein Brett rum. Du trägst zu viel. Ich wollte ja eigentlich die Werkbank jetzt gerade abreißen, ne? Aber das funktioniert ja nicht. So. Nee. Ich bin auf dem Weg zu dir. Da oben. Wo wolltest du denn was anheben? Hier, eigentlich. Die Lücke hier schließen. Fehlende Voraussetzung. Die Steine habe ich unten liegen lassen, weil ich die nicht mehr tragen konnte. Warte mal eben. So. Ein Holzstapel, 2 Holzstapel. Ach, schön. Jetzt gehe ich da runter und hole Steine. Da runter. Und bring noch einen Holzstapel mit, wenn dir das hilft. Ja, immer, ne? Gut. So. Holzstapel. Haben wir. Und dann gehen wir mal wieder da hoch. Hier im Hin- und Her-Rennen-Simulator. Ja. So, dann machen wir einmal als erstes einen Holzstoß hier hin. Irgendwann raff ich die Tastaturbelegung hier auch nochmal. Fehlende Voraussetzung. Keine Werkbank. Ah, jetzt bin ich im Bereich der Werkbank. So. Habe ich gemacht. Dankeschön. Guter Mann. Mache ich hier auch nochmal? Jetzt habe ich keine Steine mehr. Keine Werkbank? Ernsthaft? Du musst jetzt einen Schritt vorgehen. Dann siehst stell du dir das. Ja, stell dich dahin, dann geht's. Und es wird schon wieder dunkel, ey. So.
Hast du hier nicht irgendwo draußen noch einen Steinstapel hingelegt? Ja. Zwischen den Kisten müsste noch einer stehen. Ja, den habe ich. Also den weiß ich. Aber du wolltest doch einen noch nach draußen gelegt haben. Ja, das war der. Okay. Wie kriege ich die Sachen denn wieder abgerissen? Was wieder abgerissen? Ich habe die Bodenplatten falsch gesetzt. Mit dem Hammer und der mittleren Maustaste. Ah. So, okay, das reicht also nicht. Wieso komme ich denn jetzt nicht mal an die Werkbank dran? Jo. Die Handwerkstation benötigt ein Dach. Ey Leute, wollt ihr mich auf den Arm nehmen? Ja, natürlich. Das ist ja das Problem. Da ist doch Verarschung, ist das. Aber ja, wenn wir jetzt eh hier quasi nichts mehr sehen können zum Bauen, ja, und du dein Werkzeug reparieren musst, können wir einmal nach unten gehen und schlafen, weil es wird wieder fucking düster. Lass mich nur schnell die Pfosten hier setzen. Nochmal du Pfosten, ey. Also Pfosten, ey. Oh, ich komme. Nur Pfosten, ey. Voll der Plöppo. Jo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mein Käffchen. Ja, du musst zwei musst du zusammenrechnen, ne? Achso, da hast du. Okay, ich habe die durchlaufen lassen. Und schneid mir einfach ein. Deswegen habe ich geklatscht. Nee, das mache ich nicht. Warum nicht? Weil es mir schon passiert ist, da habe ich die durchweg aufgenommen, wollte die dann am Ende zusammenschneiden und dann hatte ich gar nichts mehr. Oh. So wie Anfang der Woche. Okay. Du erinnerst dich? Grob. Da ist mir ja auch die Scheiße da passiert mit der falschen Dings. Da war was, ja. Boah, können wir uns ja oben ein richtig schönes Lager bauen. Ich hab, mach das bei mir immer so, ich hab die, also ich nehme als MKV auf. Ja. Und das heißt, ich kann jederzeit daraus wieder MP4 machen. Das heißt, die Rohdaten habe ich immer. Selbst wenn mal was kaputt geht, habe ich immer noch das Original. Rauch, aber dann viel Platz, ne? So. So. So, das wäre dies. Ich sehe, sollte da noch einen drauf. Nicht schön, aber selten. So. Dann würde ich nämlich jetzt hingehen. Das ist der Pfosten. Den setzen wir dahin. So. Das ist ja 5, ne? So. Okay.
Du scheinst einen Plan zu haben. Ich gehe Holz holen. Was heißt einen Plan? Ich habe so eine kleine Vorstellung im Kopf. Okay. Aber ob wir die umgesetzt kriegen oder ob ich die umgesetzt kriege, das weiß ich noch nicht. Das werden wir dann vermutlich sehen. Genau. Ja, ne? Das sehen wir dann. Ich habe einen Löwenzahn aufgehoben. Oh, wie süß. Ja. Kriegen wir einen zweiten Stapel getragen? Nein, so. Kriegen wir nicht. Das ist die Frage, reicht das oder kriege ich dann noch einen drauf? Du trägst zu viel. Das muss ich eben gucken. Da sind nämlich die Steine das hier lasse, die wir gerade nicht oben brauchen. Nee, das, nö. Das ist mir zu klein. Das ist mir zu klein. Dann könnte ich nämlich den da noch mitnehmen. Das ist mir zu klein, das passt mir nicht. Was hat mich denn jetzt? Das hat mich schon alles umändert. Oh shit. Was hast du denn jetzt? Du sagst alles umändern? Nein, ist nur die Wand. Nur die Wand. Das geht schnell. Das geht schnell. Ich gehe schnell Holz holen. Ich möchte Fenster haben. Ja, die kriegst du. Die kriegst du. Deswegen ja kommen unten auch nur halbe Mauern erstmal rein. Sehr schön. Ach, da ist noch ein Stapel. Gerade gar nicht gesehen. So, dann bringen wir das mal nach oben. Die Steine holen. Wie komme ich denn da jetzt drauf? Da ist er doch. So. Es wäre halt cool zu wissen, wie wir ein Lagerfeuer nach drinnen kriegen. Das geht. Ja? Ich habe schon eine Idee, ja. Ja, ich meine, können wir das denn überhaupt da drauf setzen? Was sehen wir dann? Weil ich kriege hier immer nur rot. Hier nicht möglich, hier nicht möglich. Ich meine, es ist ein Holzboden, ne? Ja. Aber kann man eine Stelle vom Holzboden freilassen und Steine reinlegen? Könnte man. So, das haben wir. Sehr schön. So, dann setzen wir mal da den nächsten Holzstapel hin. Schmeißen unsere Steine auf den Boden. Und holen die anderen Steine rauf. Hallo Wildschwein! Das Geile daran ist natürlich hier. Was wollte ich jetzt? Du kannst dich halt komplett austoben, ne? Ja. Du musst nur gucken, dass die Sachen dann einigermaßen vernünftig halten. Ja. Weil die haben ja hier eine Belastungsgrenze. Richtig. Aber das ist ja nicht schlimm, weil war ich in der Zimmerei. Du warst in Zimmerei? Ja, war ich in Zimmerei. Krasse Scheiße.
haben wir denn hier noch rumliegen? Holz. Anderen Schüssel. Warum ruckelt das im Moment immer so? Weiß ich nicht. Sehr seltsam. So. So. Da liegen auch wieder Steine. Oh, ich gucke auf die Uhr und was stelle ich fest? Wir sind drüber. Schon? Nein! Jo. Dann macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Haut da rein.